Ist zum Testen nur. Also du traust es eh noch nicht auf, nicht? Dass jetzt irgendein. Ja, also wegen einem Pegel willst du schauen, oder was? Oder wie? Ja. Mhm. Ja. Okay. Jetzt kann ich schon anfangen. Ladies and Gentlemen, the Earl of Speed and Steamy Pipes, His Highness, Frederick Zonko Trendle. Herrlich. Okay. Jetzt sind wir wieder da, gell? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Die Sonne hat sich ein bisschen verändert, ja. Aber nicht dramatisch. Ja. Du, nur kurz, weil es gibt ja so eine eiserne YouTube-Regel. Du musst in die ersten 10 Sekunden musst voll drauf sein, damit die Leute bindest, damit sie nicht abhauen, die Seher. Jetzt haben wir die Kabelbinder nicht mit. Ah, jetzt haben wir Minuten haben wir schon ausgeschenkt. Aber es geht um die D120, ich sag's nur, gell? Triumph D120. Die göttliche. Ja, Onkel Ramirez ist bei mir so gewesen, Ramirez, ich meine, Onkel Ramirez. Und ich habe mir gedacht, naja gut, für den Onkel Ramirez, glaube ich, muss das eigentlich ein mörderisches Eisen sein, haben wir gedacht. Und haben wir gedacht, naja, weil Zonkos Welt einen würdigen Testfahrer, Onkel Ramirez, er darf auf keinen Fall jünger sein wie ich. Oh, das bist du aber, gell? Du bist jünger, oder? Du, er schaut älter aus, ne? Ja, ja. Weißt du, ja, okay, dann wollten wir das so machen, dass wir ein bisschen ein jüngeres Publikum ansprechen. Haben wir uns gedacht, einen jüngeren Testfahrer. Egal. Ich habe auf alle Fälle gewusst, Onkel Ramirez, du bist der einzig würdige Testfahrer für Zonkos Welt TV. Und da haben wir gedacht, die D120, die ich heuer im Dauertest habe, das interessiert mich einfach. Weil ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe sogar so ein Video gemacht, die One and Only. Und jetzt hat mich das einfach interessiert, wie du damit zurechtkommst. Und nachdem du eine wirklich ehrliche Haut bist, habe ich mir gedacht, ja, das passt perfekt. Der fährt mit dem. Und dann sagt er mir einfach, wie es ihm damit gegangen ist. Onkel, und ich rauche mir jetzt da mein. Meine Faustfeuerwaffe an. Okay. Die Pfeife ist ausgegangen. Auf die Plätze, fertig, los. Ja. Warte, ich muss den Speichelfluss muss ich einstellen. Nein, für mich, ich schicke es gleich voraus. Für mich in der Konfiguration ein Traummoped. Ja, absolutes Traummoped. Ja. Warum ist das so? Ja. Wir fangen an. Allein schon einmal, ja, wird mir du den Schlüssel in die Hand gedruckt hast. Wie wertig der ausgestaltet ist. Ja. Das ist unglaublich. Das siehst du, ja, die meinen es ernst. Nein, umdrehen musst du. Ich meine, das polierte Metall und dann das gebürstete. Das geh ich reinhalten. Ja, ich meine, wirklich, da ist ein Hersteller, der verkauft Hardware. Ja. Und das ist Hardware. Ja. Das ist unglaublich. So wertig. Und genau das ist der Punkt bei dem Motorrad. Triumph ist eine Marke, ich sage jetzt nicht einer der wenigen, ich sage eine Marke, die es wirklich versteht, die Haptik zu forcieren. Du weißt, ich weiß nicht, was kostet bei uns, 14,8 oder so irgendwas? Ja. 13,8. 13,8. Hätte ich geglaubt, aber. Ja. Aber es ist halt kein Minisalär. Nicht? Also, du gibst Geld aus für ein Motorrad und bei jedem Blick, wo du hinschaust oder was du angreifst, kriegst du immer das Feedback, ja, das ist wert und das ist auch wert. Ja, das ist alles wirklich, aber das hat eh schon jeder 100-mal gesagt. Ich glaube, jeder, der sich da drauf setzt, der wird sofort erspüren. Ja, das, also nicht nur erfahren, sondern auch erspüren. Ja, aber Onkel, das, weil du sagst, das hat eh schon jeder gesagt, ich meine, das mit dem Schlüssel, wie du das jetzt gesagt hast, habe ich gedacht, Alter, was ist mit dem Schlüssel? Ja, ja. Dann habe ich mir den angeschaut, dann habe ich das erst gesehen. Ja. Das ist leider so, weil du sagst, das haben eh schon alle gesagt, das ist wahrscheinlich so, wenn man so verwöhnt ist wie wir, die immer alles haben, dann gibt man auf so ein Detail nicht Acht, aber was ich schon habe, das hat mir auch irrsinnig gefallen. Ich habe natürlich schon das Gefühl, auch wenn ich auf das drauf sitze, diese Haptik ist enorm. Ja, das ist wirklich enorm. Ja. Und da habe ich halt das Gefühl, dass dort in jedes Detail so ein Hirnschmalz reinfließen lassen, dass das einfach wirklich wertig ausschaut. Ja. Und das bringen es halt wirklich perfekt zusammen. Abgesehen davon, dass es ja, das kann sich ja auch wertig anfühlen, das kann trotzdem schier sein. Und das ist ja nicht. Ja, das genau. Ist so echt stimmig. Ja, das ist ja das Schlimme, oder? Das ist ja schön auch noch. Nein, es war die ersten Meter, wie soll ich sagen? Okay, die Optik ist schon mal meins. Ja. Aber okay, weil du sagst, die ersten Meter, ich habe das natürlich schon mitgekriegt, nicht? Wie wir dann diese Übergabe gemacht haben. Ich habe die CB 750 ausgefasst, du hast die D120 ausgefasst und
das habe ich schon mitgekriegt, dass du dich gefreut hast wie ein kleiner Bub. Ja, das ist ein Wahnsinn gewesen. Ich habe es nicht so sagen wollen, weil da denkt sich, oh, was habe ich denn da für einen Walzrott erwischt? Der hat noch nie ein gescheites Moped in der Hand gehabt. Was ist denn das für ein Test? Ne? Ja. Nein, es war wirklich so. Und innerlich hat es mir so, wann hört er noch auf zum Reden? Ich hätte jetzt gern fahren. Aber es hat draußen eh gekränkt, also es hat eh passt. Das ist voll geschieht. Darum habe ich gesagt, darum habe ich nochmal geschaut, aber jetzt, wer hat mir gesagt, dass ich die Traktionskontrolle kann man anschalten, bin dann rausgefahren und habe gesagt, ich schaue nicht, ob die eingeschalten ist. Ja. Nicht, dass ich mich gleich hinlege da auf dem Zebrastrafen oder sonst irgendwas. Aber um auf das Motorrad zurückzukommen, ja, was macht die Faszination aus? Wir haben zuerst geredet, also in einer Spitzkern wünscht er einen Vierzylinder oder einen Dreizylinder, ja. Weil das so schön samtig geht und das kann man wirklich schön dosieren und du kannst schön durchziehen. Aber auf der Geraden dann noch, da, also dieses Triebwerk, das ist so seidig für einen Zweizylinder, dieses Bollern, ja, dieser Schub von unten, ja, und dann dieses leichte Sirren vom Getriebe, so, also Als Jugendlicher habe ich ja immer meine Lautsprecher so ausgesteuert, wenn ich einen Equalizer gehabt habe, mitten alle oben, Bässe und Höhen auf. Und genau das ist es. Ja, genau das ist meine Tonlage, die brauche ich. Die ist, ja, das ist eine pränatale Prägung. Das ist der Herzschlag von der Mama. Der ist unrund. Der geht nicht, sondern der geht bum, 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 bum. Ja? Du musst davor stehen. Stell dir vor, ich hätte ein geregeltes soziales Umfeld gehabt, wie ich aufgewachsen bin. Und hätte vielleicht ein Zahnmedizinstudium oder ein Jurastudium gemacht oder was. Ich hätte können direkt ein Harley-Fahrer werden. Ich brauche das. Ja. Und jetzt habe ich wieder gemerkt, wie ich das brauche. Und diese Souveränität, dass ich weiß nicht, auf der Autobahn fährst mit starkem Gegenwind. Du lässt einmal den Lenker aus, weil du denkst, ah, ich habe die Seitentaschen offen, mir fliegt alles davon. Und dann denkst du, 3000 Touren, 130. Das. Echt, oder was? Ja, und es tut gar nichts, nicht? Es tut nichts. Ja, das ist mit dem sechsten Gang, ich weiß nicht, ich bin noch spät draufgekommen. 3000 Umdrehen, ja, sowas. Ja. Okay, habe ich gar nicht geschaut. Also souverän rennt das Ding, das ist unglaublich. Ja. Nein, oder hat es 3,5 gehabt, ich weiß nicht mehr. Ja, aber das finde ich auch. Der Motor ist auch Wahnsinn. Das ist bei jedem Zweifel haben. Ja. Und was halt großartig ist, meiner Meinung nach, dass er eben so stampft, wie du gesagt hast, dass der, obwohl er Ride-by-Wire hat, natürlich die volle digitale Geschichte, hängt der wahnsinnig schön am Gas. Genau. Und die Kraftentfaltung ist so samtig. Ja, und das ist das Schöne. Das, genau sowas. Weißt, das Problem ist, ich meine, es gibt ja viele Leute, so wie mich zum Beispiel, die stehen auf dieses Cruisen, aber komplett. Nur, wenn du ein Typ bist, ja, der gern cruist, aber du brauchst keine 400 Kilo rund um die und keine Fransen und schon wissen, ja, dann ist genau das Motorrad, weil die ist eigentlich so schwer wie mein 750, ja, hat einen 1200er Murl, der relativ tief unten liegt. Das geht auch gut, das fährt sich auch schön. Ich habe am Anfang gedacht, weil du gesagt hast, 18 Zoll Radl, das lenkt nicht jetzt so willig, ey. Ich habe das überhaupt. Ich meine, allein der 150er Hinterraffen. Der 150er Hinterraffen, das ist für mich, wenn es optisch schöner ist, wenn du einen 180er hast, aber der 150er Hinterraffen, das ist so wendig, das ist der 750er da, ein 150er hinten. Ja. Das ist so schön wendig. Und das vordere Radl mit der 100er Dimension, das schneidet sich so schön. Die Linie, du fährst die Linie, ich bin ja alles gefahren. Wirklich. Ich bin alles gefahren, was ich mit meinen Mopeden anfahre. Ich bin Exelberg gefahren. Ich bin Helenenthal gefahren, Katzelsdorf, sogar die Dopplerhitten, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ja, und die ganze Wienerwaldrunde. Und ich muss sagen, das ist so, du bist so tief entspannt, wenn du mit dem Ding fährst, du willst gar nicht anrauchen. Ja? Aber wenn du das kenntest, ich meine, das geht schon gut. Ich meine, dieser auf der Seite da, dieser Flix-Kompensator, was da drast auf der Seite. Dann hast du plötzlich nicht mehr die Fliegen hinten, dann hast du das Vorbieten. Ich habe schon immer hinten, nicht? Ja, da geht wirklich was. Und Sozius-Tauglichkeit hat die wirklich eine gute. Ja. Es ist halt, man muss halt, es hat ein altes Layout, nicht? Das ist eine Retro-Maschine. Ja. Ja, das heißt, die Mama muss sie auch halten. Und die Mama ist halt,
Ja, wie soll ich sagen? Die hält sich schon gerne an bei mir, aber es graust die eh nicht. Aber es ist halt ungewohnt für sie, weil sie. Das weißt du nicht. Sie gern beim Topkiss anladen. Aber das wird nicht einmal ich schaffen. Ich traue mir das nicht. Da, also das kann die auch nicht. Ein Topkiss? Nein, das geht nicht. Nicht einmal für die. Nicht einmal für mich. Das, also das. Also da muss ich wieder rein. Aber ich glaube, sie haben relativ viele Zubehörteile. Ich glaube, so 60 oder. Nein, 150, glaube ich, gibt es. 150 Zubehörteile. Ich sage nicht, dass ich sie brauche. Aber ein Topkiss gibt es nicht. Nein. Zum Glück. Das wäre Wahnsinn. Wäre echt ein Frevel. Für die auch. Ja. Ja? Nein, das bockert ich auch nicht. Also sogar ich, Plastik-Koffer-Typ, das bockert ich nicht. Der Onkel, bei mir ist es so, also das ist mein Motor. Ich finde das auch, ich bin, wie gesagt, the one and only, wirklich zutiefst beeindruckt. Es ist natürlich so, wenn du es dann ein bisschen forscher bewegst, das Fahrwerk ist nicht das Beste. Hart ist dir das aufgefallen oder ist dir das wurscht gewesen? Am Anfang ist mir hart vorgekommen. Also nicht hart jetzt beim Fahren, aber sobald du irgendwelche kurzen Schläge wie Kanaldeckeln hast oder was, das meldet sich einmal schon richtig da hinten am Ansatz von der Gehirnrinden. Also die ersten zwei Mal habe ich mir gedacht, Jesus, nein, da kann ich sicher nicht mit dem Zwergerl fahren, weil ich fahre über zwei Kanaldeckeln und sie steigt mir an. Das Lustige ist aber, ich habe die Federvorspannung nicht verändert oder was, wenn man doch die schaue immer so, was drinnen ist, nicht? Und habe das Zwergerl dann aufgesetzt. Und dann ist es wacher geworden. Ja. Also das ist im Arbeitsonenbetrieb, ist härter. Aber ich finde, das ist genau richtig. Das ist für das Motorrad. Ich meine, jeder, der sich sowas auch kauft, nur zum Angasen und sich dann angefressen ist, weil das halt dann nicht so wie, ich weiß nicht, der Haar nicht ums Eck birgt. Ja. Dem muss ich sagen, ja, du gehst ja auch nicht mit Berghammerl zum 100-Meter-Sprint. Das ist ja. Das ist ein Genussradl, das sieht da jeder. Ja. Und das Arge ist, jeder dreht sich um, trotz allem. Wo du jetzt so viel arge Krachen siehst, ja, und so viele leibende Mopetten und so. Aber heute hat mich wieder einer angegrinst. Ja, da war bei uns so ein Kanalservice, die haben sie hingestellt. Dann hat er mich angeschaut, dann hat er grinst, wie ich auf. Da brauchst du das Motorrad nur starten. Und auch jeder grinst dir an. Ja, das ist so. Und noch was. Der Motor ist eigentlich für die Stadt eigentlich super. Ich habe mir das nicht gedacht, ich habe mir gedacht, das wird dann anschieben oder was. Mit der Gasannahme kannst du das super schön im Stadtverkehr bewegen. Und was noch für den Zweizylinder, für den reinen Zweizylinder spricht, ist, wenn ich in der Stadt damit fahre, ich habe nicht vom V, also den T-Kocher, also Eierkocher sage ich nicht, einen hinteren Zylinder genau daneben, der hat auch gar keine arge Wärmeentwicklung. Ich habe mir am Anfang gedacht, naja, jetzt dann, wenn es ein Stop and Go ist, dann, dort wird es jetzt dann raus. Nix. Also mein VFR, die hat viel mehr Hitzwecker. Ja. Okay. Der hat wirklich ein gutes Wärmemanagement, der Motor. Das muss man echt sagen. Das ist nämlich auch ein Vorteil zu einem V-Motor, muss ich sagen. Ja. Ich muss jetzt nur nachdenken, Onkel. Ich glaube nämlich schon, dass das, wenn sie das Gebläse einschaltet von dem Kühler, du fährst ja nicht mit der kurzen. Ich fahre oft mit der kurzen. Ja. Und wenn ich dann so Socken anhabe, was die diese komischen Socken, die du eigentlich, wo du nur die Schuhe siehst, dann merke ich das schon, dass diese heiße Luft, die der Kühler, die ein Ventilator ausblasen, dass man das dann unten auf den unteren Ansatz des Beines. Das habe ich dann schon gespürt. Habe ich mir gedacht, Stichwort Wärmeentwicklung. Ich kenne natürlich so Motorrad, die so wahnsinnig heiß sind, dass du mit der kurzen eigentlich gar nicht fahren kannst. Richtig. Das ist nicht. Aber die Abluft spürst du dann schon. Obwohl ich fast sagen muss, also bei dir war es nicht so heiß, oder? Nein, überhaupt. Ich fahre ja oft bei, wenn es 35, 36 Grad ist. Ja, einmal hat schon 30 Grad gehabt. Also da, weil du das jetzt sagst mit dem Ventilator, da habe ich geglaubt, momentan da hat irgendeiner so einen Reise-Barbie-Föhn auftrat. Das ist das Einzige, was nicht so wertig klingt. Was ist jetzt? Was ist da? Nicht, habe ich mir fast draufgesetzt oder was? Auf einen kleinen Hund. Das war ein bisschen. Ja, aber der schaltet sich gleich wieder aus. Also irgendwas wollte ich noch sagen. Was mir heute aufgefallen ist beim Tanken, ist der Tankdeckel. Ja, weil wenn du den aufschraubst, dann hast du entweder Kondenswasser oder Regenwasser drinstehen. Und wenn du den dann runternimmst, dann rinnt dir das ganze Kondenswasser in den Tank rein. Ja, das war. Aber ich meine, es ist nicht viel, das geht schon nicht. Das ist wahrscheinlich der Laterndl-Parkplatz, wird das sein. Ja, das war es wahrscheinlich. Du,
Aber ich glaube, ich meine, ich schaue ja auf das nicht, aber das ist so ein topmoderner Motor. Ich glaube, viel brauchen da die nicht, oder? Hast du dir das angeschaut? Nein. Ja. Also da bin ich ganz weg gewesen. Weil ich bin immer der Erste, der bei den Berichten schreibt, Ma, was hat denn das für einen kleinen Tank? Da kommst du nicht weit. Wirklich, ein Volltrottel. Ich nehme alles zurück. Was hat der? 14,6 oder was hat der? Und ich bin heute gefahren, habe ich tankt bei 288 Kilometer. Echt? Ja, 288 Kilometer und dann sind 11,8 Liter reingegangen. Wow. Das war ein Schnitt von 4,125. Nein. Ja, also. Na, das ist aber erstaunlich. Ja, das war halt eine gemütlichere Runde, aber selbst mit dem Drittelmix bin ich auf 4,3 gekommen. Da zeigt zwar der Bordcomputer zeigt 4,8 an, aber ich habe es ausgelittert bis zum Steckrang und das waren 4,3 dann in Summe. Ja. Na, das ist aber super. Das mit Autobahn 130. Ja. Du, aber das ist ja, das heißt, weil wir haben dort schon, was haben wir da? Ich glaube 80 PS und 105 Newtonmeter genau, oder so. Also es ist ein wirklich mächtiger Motor. Ja, eben. Und wir haben Gewicht, 240 Kilo ungefähr, glaube ich. Oder? Stimmt das? 240? Ja. Und oder sind es 228? Weißt du das? Oder 223? Ja, aber ohne Sprit, ich weiß gar nicht mehr. Nein, mit Sprit, glaube ich. Ja, mit Sprit. Ich wurscht. Ja. Deutlich über 200, sagen wir. Und wenn das dann trotzdem nur unter 5 Liter braucht, das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder? Ja. Jetzt werden sie natürlich alle sagen, weil du so schwuchtig fährst, das ist der Gasgriff ist rechts, ich muss mir umdrehen. Das stimmt. Ja. Also, das Schöne ist, mit der kannst du richtig schön rund fahren. Ja, und die halt auch schön. Ich bin, also, das Helene, da bin ich mit meiner gefahren, wie auf dem fliegenden Teppich. Gerade das nicht zum Jodeln hin angefangen hat, ja, weil es so schön geschmeidig geht. Und das Bollern hat ich halt auch gefallen. Ne? Also, im Zwergerl ist auch, hat es voll getaugt, oder was? Das ist nur eins, muss man dazu sagen. Also, das mit den Riemen, das ist eine Kiste geschaut. Ich weiß nicht, das ist aber eine gesetzliche Bestimmung in irgendeinem Land, dass das sein muss. Der Riemen ist komplett sinnlos, weil sie dort anhalten. Ja. Ich weiß nicht, der muss Rodeo reiten gehen. Ja. Also, und ich denke mir ja immer, was die, manchmal haben sie so einen Griff hinten, weil sie dort anhalten, das verstehe ich. Ja, man muss, wenn man hinten fährt, wenn man die Entscheidung trifft, die fahr hinten mit, dann musst du einfach in die Krot beißen und den grauslichen Körper, der vor dir sitzt, den musst du umarmen. Das hilft dir nichts. Ja, aber du lachst. Also, ich habe mir schon gedacht, vielleicht sollte ich mal das Büdel vom Hugh Jackman hinten auf ihn anlassen. Vielleicht tut es mir dann lieber umarmen. Nein, aber das ist, wenn man sich hinten anlehnen kann, oder wenn die irgendwas ein Goldwing oder so also ein Elektrakleid hat, wo so mehr oder weniger im Lehnsessel sitzt, dann geht es. Aber ansonsten muss die beim Fahren halten. Der Riemen, das habe ich mich selber schon, den hast du auf Supersportler, hast du den auch. Ja, ja. Das ist, also da, das ist für mich also der richtige Beweis, dass dort so gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, aber so gesetzliche Verordnungen, die einfach echt starrhof sind. Ja. Also jeder, der sich irgendwie auskennt, weiß, dass das eine komplette Trottelaktion ist und trotzdem sind sie verpflichtet, das zu machen. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass sich irgendjemand daran anhaltet. Aber hinten, das sehe ich schon, dass ich so freue. Ja. Ich bin einmal noch mitgefahren mit einer 12er Bandit. Ja. Ich habe mich, also es ist ja nicht schnell gefahren oder was, aber ich habe mich ein bisschen mit erzählt. Darum fahre ich jetzt auch immer gemäßigt. Das war, das sollte jeder mal probieren, mit irgendeinem Wahnsinnigen mitfahren, und wenn er selber ihren Sozia öfter mitnimmt, weil dann fährt er auch dementsprechend, weil dann weiß er, wo es ankommt beim Fahren. Ja. Aber das Zwergerl hat ja wirklich allen Ernstes gesagt, na, aber wenn das ein Test ist, ich probiere das schon aus mit dem Riemen. Sag ich, nein, bitte. sag ich, tu das nicht. Das verliere ich auch nicht. Soll ich auch mal Gas geben. Da kann ich das suchen gehen. Aber sie wollte es wirklich. Sie wollte es wirklich probieren. Ja. Ich habe gesagt, nein. Sag ich, erstens einmal hast du den Griff wahrscheinlich in der Hand. den Riemen. Ja. Aber ich meine, das ist echt ein Einsatz. Das ist absolut ein Einsatz. Ja. Du, Onkel, was ich jetzt halt noch, ich meine, wie gesagt, ich habe eh schon, ich habe schon zwei Videos drauf. Habe die beurteilt von A bis Z. Was mich jetzt schon interessieren hat, das habe ich eh gemerkt, wie du mit rausgefahren bist, dass du wirklich selig bist, dass du das einfach super Tag. Ich war auch gesehen, dass das wirklich sowieso schon harmoniert. Und man dachte, perfekt. Ja. Aber
wenn du jetzt irgendwie das, ja, jetzt ist deine Aufgabe, das zu beurteilen, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte man ein bisschen anders machen können, das hätte man noch besser taugen oder das taugt man überhaupt nicht. Gibt es sowas oder ist, ja, das ist die Frage. Aber bei mir ist es oft genug, dass ich, dass ich sowas gar nicht finde, weil es einfach super ist, aber weiß ich nicht. Nein, ehrlich gesagt, nein, weil sogar der Sitz, normalerweise bei diesen Retro-Bikes habe ich Probleme mit dem Sitz, weil der halt so kantiger ist, nicht so wie... Ja. Ja, und selbst da, bei der A9T zum Beispiel, ich kann das auf dem Ding nicht sitzen, weil das ist, geht so gerade vier und macht so einen, und das drückt das da richtig da rein, beim Schrittbogen. Ja. Aber sogar das haben sie vorne abgerundet. Ja? Also wenn du runterstehst, die Sitzposition ist leiwand. Ich weiß der Sitz ist lang genug. Sag ich, wenn du zu zweit längere Zeit fährst, dann kannst du nicht hinterher rutschen. Das ist halt, da gibt's, aber ich glaube, trotz allem, da willst du eh keine großen Touren fahren mit dem, trotz allem, ja, zu zweit. Also allein, jederzeit, das ist gar kein Problem. Aber es gibt, ja, ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Achso, das mit dem Tankverschluss, weiß ich nicht. Tankverschluss war vielleicht so einer zum Aufkloppen, so ein alter. Also war so nicht schlecht. Schlecht. Ja. Weil du, mein, gut, du kannst ja eh nicht vergessen, weil der Schlüssel, der steckt eh. Ja, also wenn es nicht bei der Tank. Ich weiß es nicht. Alter, jetzt, auf das habe ich gar nicht geachtet. Scheiße! Das war ungewissenhaft. Genau. Genau, die Auspuff am Anfang habe ich mir gedacht, die werden nichts kennen. Achso. Ja. Weil ich habe ja noch immer diese von der Speedwin, die schönen konischen, die Edelstahl habe ich noch immer im Gesicht. Nicht, also aber das klingt aus wirklich legendär lebend. Ja. Das ist, ich weiß es nicht, vielleicht, ich weiß nicht. Nein, gar nichts. Ich habe nichts zum Beanstanden. Scheiße. Das ist aber unseriös, gell? Du, bei mir ist es relativ oft. Vielleicht ein Topkiss. Jetzt müssen wir aufhören. Du, aber auf alle Fälle, ich danke dir. Ich danke dir. Das hat mich wirklich gefreut. Ja. Und die T120, ich habe gewusst, dass gern fort mit dir stickelt, dass das so sein wird. Ja. Was mich auch gefreut hat, das habe ich auch nicht gewusst, wie das Zwergerl darauf reagieren wird. Ja. Das gefreut mich auch extrem, dass super gesessen ist drauf. Bei mir sah so die Fee, sitzt da wirklich gut drauf, fährt auch wahnsinnig gern mit. Das in Wirklichkeit ist auch so, also da, wenn ich so ein Motorradl habe mit einer Sissi-Bar, ist glücklich, ein Topkiss habe ich ja nie, aber so Sissi-Bar habe ich hin und wieder gehabt. Nur, ich selber halte es einfach nicht aus. Und das ist so, nachdem sie eh nicht so wahnsinnig viel mitfährt, hat sie das jetzt akzeptiert, dass das halt nur für die paar Mal gibt es keine Sissi-Bar. Und sie sitzt aber dort irrsinnig angenehm, sie mag das auch, dass das mehr oder weniger auf der gleichen Ebene sitzt und nicht so erhöht oder irgendwas. Ja. Und sie kommt dann mit, also die Fußrasten haben sie auch so angebracht, dass du wirklich gemütlich oben sitzt. Und es ist auch das Luftströmungsverhalten von dem Ding ist gar nicht einmal so schlecht für Naked Bike. Wie gesagt, wie ich Westausfahrt rausgefahren bin, und mit Zwergler auch gesagt, irgendwie kriegst du nicht so viel Wind. Gut, da ist ein Knopper bei mir gesessen, das ist halt die Frage. Nicht? Aber ich danke dir, weil das ist ein Bubentraum, ist in Erfüllung gegangen. Ich glaube, ich war auch zierig, dass ich mir es gehabt, weil, und du weißt also draußen stehen lassen, müsste ich jeden Tag am Fensterbrett am Abend weinen sitzen und oben schauen. Naja, oder ich müsste es mit einer Panzerweste zudecken oder so irgendwas. Ich bin ein bisschen nervös gewesen, aber es ist alles gut gegangen. Also, super. Ja. Okay. Alles in einem Stück. Dann verabschieden wir uns von der T120 und von den Leuten. Ja. Ciao! Vier Tag. Baba. Warte, wir reißen es noch an. Ja, oh Gott! Das machen wir noch, gell? Jetzt haben wir das Wichtigste vergessen. Alter! Ja, da brauchen wir nicht hupen. Warte. Ah, ich steppert. Entschuldigung. Ja. Warte, ich komme nach hinten. Ich bin der Sound Engineer. Der Flötist. Ich weiß nicht, ob ich den Gang jetzt aus. Das ist die Frage. Oh ja. Ja? Das klingt gut. Ja. Achtung! Nein, er ist noch drin. Geht er nicht raus? Na, warte, ich starte mit Kugeln. Ja, warte. Achtung! Schön! Ist das schön für dich? Für dich, du wirst mir so fern! Da macht man nichts.